Ja, hallo, hallo. Ja, ich bin der Jorge Lanz und ich bin gerade im Weg in der Prämienstraße. Hier ist was Schlimmes passiert. Ach Gott, ey, das sieht gar nicht gut aus, ne? Es gibt doch Menschen, die brauchen das Zeug, ey, ne? Ich meine, die Bärbel, die schmeißt das auch immer brav da rein, ne? Immer die Sachen, die auch noch voll in Ordnung sind. Was? Was da passiert ist? Ja, der Kleidercontainer brennt lichterloh, hör mal. Damit grüße ich dich herzlich zu einer weiteren Folge Wegberg Version 8. Freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und es klingt so, als hätten wir einen brennenden Altkleidercontainer in Beek. Das Ganze läuft, glaube ich, unter Feuer 1. Kleinbrand, da käme dann ja die Löschgruppe 22 aus Morshofen. Es ist immer noch Wochenende, es ist immer noch Nacht. Ich hoffe einfach mal, dass es stark genug besetzt ist. Wenn nicht, werden wir halt wahrscheinlich dann einfach nachalarmieren müssen. Ja, komm, wir machen das so. Wir schicken die Alarmierung raus und dann wird es wahrscheinlich heute auch wieder eine Quick and Dirty Folge. Jetzt warten wir schnell noch, bis der Melder runtergeht. Einsatz: Löscheinheit Morshofen, Feuer 1, Wegbergweg, Prämienstraße, am Straßenrand. Ja, brennt der Container. Anrufer war wieder auf breitstem Rheinisch, der Herr Lanz, so rum. Gut, dann würde ich sagen, gibt's ja für uns hier eigentlich gar nichts zu tun. Dann wechseln wir auch mal rüber nach Beek und sehen uns dann gleich in der Prämienstraße, wenn wir den Container suchen. So, da sind wir angekommen in Beek. Dann suchen wir mal die Prämienstraße. Wie immer geht das große Gesuche los. Prämienstraße, das ist die hier, die lange. Jetzt müssen wir einen Altkleidercontainer suchen. Da steht er doch schon. Und der qualmt auch schon ordentlich mit der Hecke hinten dran. Dann hoffe ich mal, dass das hier nicht gleich übergreifen wird. Gut, dann würde ich sagen, packen wir unsere Kiste mal hier hin. Dann können wir gleich hinten dran noch schick die Straße absperren. Und dann sollte das passen. Die Pol werden wir auf jeden Fall auch gleich noch vor Ort brauchen. Wegberg 22 KLF10 mit Sprechwunsch. Jetzt werden wir auch gleich die Stärke über den Funk erfahren. 3-0-3, davon 3 ADT. Jo, das sieht doch relativ oder hat sich schon mal relativ gut angehört von der Stärke. Ich weiß gar nicht, von wo Morshofen reingefahren Verstanden. kommt. Fliegen wir mal über das dunkle Beek. Wahrscheinlich werden wir das Flüchtlingsrouten Martinshorn hören. Hannover meldet mir einen brennenden Altkleidercontainer. Hat auch wohl Kinder weglaufen sehen. Die Polizei ist in Kenntnis gesetzt, kommt ebenfalls zur Einsatzstelle raus. Wenn ihr Eintreffen habt, kommt man mit einer Rückmeldung. Ja, dann gucke ich mal, ob die Pol wirklich kommt. Ja, verstanden. Nö, bislang lässt sie sich nicht platzieren. Dann werden wir sie vielleicht gleich nochmal per Hand nachalarmieren müssen. Ich meine, ich hätte gerade was gehört irgendwo. Jawohl, so ist es. Und relativ gut besetzt. Drei Zugführer haben wir auf dem HLF drauf. Das ist stark. So, dann erstmal Umfeldbeleuchtung an, Heckwarner an, Personal aussteigen lassen. Achso, ja, wir können eigentlich schon mal einen Schnellangriff starten. Ah, jetzt macht er das hier ohne Gerät. Das ist nichts gut. Dann werden wir den Schlauch gleich nochmal zurücklegen. Wobei das für den Anfang doch eigentlich gut ist, denn der mit dem AGT darf dann erstmal anfangen, hier den Container aufzuhebeln. Wasserversorgung werden wir uns noch setzen. Dann darf der Gruppenführer gleich mal wieder einsteigen und mal die erste Rückmeldung geben und eben die Pol noch nachfordern. Denn die scheint bislang tatsächlich nicht zu kommen. So, dann holen wir uns hier mal unsere Kegelchen. Fangen mal an, den Container aufzuhebeln. Jo, bockt die Passanten hier nicht, ne? Die laufen einfach außen rum. Wo baut der Kollege den Hydranten auf? Hier hinten. So, dann machen wir das einmal hier, hier, hier und hier. So, der Container ist offen, da brennt es lichterloh drin. Dann legen wir das Halligen-Tool mal ab, aktivieren gleich noch das Gerät und dann werden wir mal anfangen, die ja, Kleidersäcke hier rauszuziehen. Können aber mal schnell hier hinten anfangen zu kühlen, nicht dass die Hecke uns abfackelt. Rückmeldung geben und die Polizei nachfordern. Rückmeldung Einsatzstelle Prämienstraße. Der Container durch uns gewaltsam geöffnet. Der wird jetzt herausgezogen und abgelöscht.
Schnellangriff eingesetzt. Rückmeldung wurde verstanden. Jo, und die Pol brauchen wir bitte noch. Ja, einmal nach vor Ohio. Sehr gut. Jo, da sind ganz schön viele Müllsäcke drin. Nein, Spöck verstanden. Fangen wir mal an, die hier mit Abstand abzulöschen. Hat der hier eine AGT-Ausbildung? Nee, leider nicht. Dann schnappt ihr mal einen Euroblitzer in der Zwischenzeit. Oh, da sind ja echt einige Säcke drin. Schön weg von der Hecke, dass sonst das hier auf jeden Fall nicht irgendwie überspringt. Ey, mach uns nicht nass. War's das? Ne, ein Sack, da haben wir noch außen liegen. So, dann holen wir uns mal den Heino noch hier vor. Die können sich ja hier mal um die Ecke stellen. Mit ein bisschen Sicherheitsabstand bitte. Ja, gleich zweimal. So, dann sollten wir noch fix die Wasserversorgung herstellen. Und dann haben wir das hier echt auch gleich wieder schick abgesperrt. Ja, leider ist der Blitzer wieder falsch rum. Ich glaube, die kann man noch nicht drehen. So, und einen packen wir noch hier drauf. Dann versorgen wir das Halef mal mit Wasser. Ja, jetzt müssten wir eigentlich hier die Straße dann dicht machen, wenn wir die Schlauchleitung da quer rüberlegen. Theoretisch. So, da kommt auch schon der Streifenwagen. Zumindest der erste von zwei. Ein Vito. Hallo, kommen Sie mal bitte hier weg. Also nee, du setzt erstmal hier den Müllsack ab und dann holen wir hier mal den Kollegen hier weg. Das kann ja nicht sein, dass er hier im Feuer rumspringt. Wasserversorgung haben wir übrigens aufgebaut. Wir können ja mal gucken, ob es eine weitere Rückmeldung gibt. Der läuft da immer wieder hin, ne? Irgendwie braucht er es, irgendwie will er es. Dann bringen wir ihn jetzt mal hier rüber. Dann werden wir den Schnellangriff gleich wieder zurück aufs Fahrzeug packen und mit dem AGT-Träger dann anfangen zu löschen, wenn sich das überhaupt noch lohnt. So, bring mal den Schnellangriff schnell zurück. Dann musst du hier wieder einsteigen. Und dann wählen wir wieder den Schnellangriff aus. Funktioniert wunderbar. Wir geben mal eine Rückmeldung. Mit weiterer Rückmeldung von der Einsatzstelle. Feuer in Gewalt, Löschangriff in Vorbereitung. Die Wasserversorgung für die Löschfahrzeuge ist sichergestellt. Heino ist soeben an der Einsatzstelle eingetroffen. Der zweite Heino noch nicht, den werden wir dann gleich heimschicken. Ja, ist verstanden. So, er darf mal hier vor und er kann auch noch mal mitgucken, wie das hier ganz genau funktioniert mit dem Löschen. Weil wir auch den Gruppenführer rausholen, einen zum Quatschen einsteigen lassen. Gruppenführer kann mal vor zu den Polizisten gehen. Ja, irgendwie haben wir hier so einen Kampf mit Schaulustigen. Und dann können die beiden nämlich gleich schnacken, sobald das Feuer hier aus ist. Ja, du darfst ruhig noch näher ran an die Müllsäcke. Ja, hoffentlich werden die Lausbuben gefangen. Sieht wieder schön aus. Ich glaube, das gibt bestimmt wieder das Thumbnail. Weil das mit dem Licht hier ein bisschen schwierig ist, gleich zu fotografieren. Aber das geht schon. Ein Sack bleibt noch übrig. Da
dann haben wir immerhin mal wieder ein anderes Fahrzeug im Einsatz gehabt als irgendwas von der Wegberger Wache beziehungsweise irgendwas anderes als den AT2. Jo, Feuer aus, sehr geile Nummer. Dann gehen wir mal in Status 5 und schnacken auch schon mal mit dem Polizisten. Geben wir mal eine weitere Rückmeldung, dass Feuer aus ist. Der Wegberg Großportale 10. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle Prämienstraße. Ja, Feuer aus, Nachlöscharbeiten laufen. Kommen. Ja, Leitstelle Kreis Heinsberg, verstanden. Einsatzstelle an die Polizei übergeben, und zwar an den Herrn Braun. Wir können wieder einrücken, aber bevor wir einrücken, äußern wir dann unseren letzten Sprechwunsch und überbringen die Abschlussmeldung. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich hier das Thumbnail gestalten soll. Wahrscheinlich so dann irgendwie. Funken wir mal die Abschlussmeldung eben durch. Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Feuer ist aus, Aufräumarbeiten laufen. Die Einsatzstelle wurde von uns an 1.11.32 übergeben. Stärke gesamt 3.03. Dürfte alle Kräfte feuerwehrfrei. Hier Leitstelle Kreis Heinsberg, verstanden. So, den anderen Heino, den können wir ja eben mal heimschicken. Und dann würde ich sagen, sind wir mit dem kleinen, aber doch feinen Einsatz durch. Wie immer, wenn dir der Content gefällt, lass doch ein Abo da. Wir sind kurz vor der 1700, dann sind wir endlich aus diesem 1600er Loch raus. Wie immer freue ich mich wie ein Schnitzelchen. Wie immer bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Und ich würde vorschlagen, du hältst die Ohren steif und dann hören wir uns wieder fit und munter in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.